So was wollte ich mir auch schon immer bauen. Warte mal, was war das denn da? So Freunde, heute geht es mal wieder um eure Top 3 Werkzeuge und damit freut euch auf ein schönes Stelldichein und Glückseligkeit in der Werkzeugwelt. Und an meiner Seite natürlich mal wieder in alter Frische, in junger Fröhlichkeit da und Jugendlichkeit, der Ronald. Und ich freue mich riesig, dass wir mal wieder heute zusammen so ein bisschen hier schmücken eure eingesandten Zuschauervideos. Das gab es ja schon länger nicht mehr, aber wir mussten ein bisschen sammeln und ihr wart auch so ein bisschen, also wir haben jetzt mal wieder ein paar gesammelt und wie immer, er weiß Bescheid, deshalb hat er auch so ein bisschen hier die Tischdeko gemacht. Ich meine, ich kann mir vorstellen, worum es geht, wenn ich hier so Pulverpistolen schon sehe. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein hier ins Vergnügen mit Rüdiger. Herzlich willkommen, liebes Bauforum 24 Team in meiner Werkstattgarage. Der Kanister ist schon geil, ne? Vorsicht! Bei Gesprächen, Feind hört mit. Oh, da weißt du Bescheid. Ja. Aber auch der Kanister, dieser Schrank, sowas wollte ich mir auch schon immer bauen. Ach ja, aus so einem Bundeswehr-Spritkanister. Ja. Aber dann hätte ich so mit dem Scharnier oder so. Das ist vielleicht zwei genommen oder so, ne? Ja, oder irgendwie von innen oder ich weiß es auch nicht. Schöner Aufkleber da oben. Da ist ein Bauer, ein gelber. Ah. Ja, schön. Den hat er aber, glaube ich, vom... ich glaube, vom Paket irgendwo abgeknallt, ne? Weil sie haben ihn so noch nie rausgegeben, ne? Ja. Okay, lass uns erstmal ein bisschen quatschen. Ja. Offensichtlich aber in der Garage. Ein schönes Rolltor. Heute stelle ich euch mal meine Top 3 Werkzeuge vor. Top 3 ist dieser Parat-Werkzeugkoffer. Bestückt schon seit vielen Jahren und hat immer gute Dienste im Service, Außendienst sowie jetzt bei Reparaturarbeiten unterwegs geleistet. Heikogi ist dazugekommen, gemäß euren Informationen über Bitkästen. Top Nummer 2 ist dieser Makita Bohrschrauber. Auch schon in die Jahre gekommen, mit 12 Volt Akkus, 2 Amperestunden. Für meine Zwecke völlig ausreichend, um die Daten noch abzugeben. Es ist ein 6271 Dora. Wie gesagt, mit einem Rapidaptor bestückt. Top 1 ist allerdings dieses Pulvergerät, eine EasyCode Pulverpistole, die mit Druckluft betrieben wird. Die Druckluft, ungefähr 2 Bar, wird das Pulver an das entsprechende Teil gesprüht und anschließend in einem Ofen bei 180 Grad in den meisten Fällen getempert. Zur Vorbereitung habe ich auch eine kleine Strahlkabine mir angeschafft mit hauptsächlich Glasperlen. Und wenn man sich jetzt hier diese Kabine anguckt, ist sie mit Vorfiltern, einem Ventilator und einem Abluftfilter ausgestattet. Gepulvert werden Kleinteile Herkules zur Restauration von Mopeds oder geil Motorrädern. Das ist eine K50, also Kleinkraftrad. Sie ist ja großes Nummernschild. 50. Aber ohne Zulassung, ne? Das ist so diese Selbstzulassung, was man machen kann, ohne dieses Versicherungszeichen zu kriegen. Nee. Bei den 50ern? Doch. Ja, meinst du, der hat da so ein großes Nummernschild? Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach. Kannst du machen. Hat doch der Pommesmann auch gehabt an seinem Start. Das müsste das ein Mokik sein. Ja, ist auch. Meinst du? Ist so ein Kickstarter dran? Ja. Okay, Kickstarter. Nee, aber ich meine einen Kleinkraftrad. Ja, aber du kannst ja auch eine 50er auch hier zulassen als mit einem großen Kennzeichen. Ja, das ist schon klar. Ja. Aber wenn es eine richtige 50er wäre, von früher, also die Vorgänger der 80er, dann hätte sie ja 6,25 PS, dann hätte sie großes Kennzeichen.
Du siehst nur hier, das ist die, die hatte diese spezielle, relativ... Sieht doch schön Gabel. Aus, ne? Also von der Pflege her und so sieht die auch richtig gut aus, gemacht. Ne? Ja. Aber geil auch hinten die, Tasche die, ist geil. Die Ledertasche. Schöne Arbeitstasche hinten drauf. Mit diesem Denfeld Gummigurt. Ja. Und so ist Vater dann morgen zur Schicht gefahren. Ja, klar. In diesem Fall ist es eine Herkules K50 RL, Baujahr 1977. Verschweigen möchte ich nicht diesen kleinen Systemer. Oh. Ja. Wo mein anderes Hobby, Modellbau, nee, was da reinpasst, ne? 220 untergebracht ist. Weitere Fahrzeuge befinden sich in der Nachbargarage. Geht es jetzt da draußen oder in die andere Garage? Okay, also Rüdiger ist schon so ein bisschen drüber über das Thema Top 3, ja, aber damit hat er mich natürlich. Ja, ne? Klar, sie sollen ja auch immer Maschinen zeigen, sagst du immer, ne? Hier eine Suzuki GT185. Oh, das ist mal eine kleine. 185, das ist auch so ein krummes Maß. So ja, 185, würde ich mal sagen, Zweizylinder-Reihe, Zweitakter, ne? GT ging hoch bis GT57, okay. Waren dann Dreizylinder, 750 Kubik, richtig geile Dinger, auch schwer dran zu kommen. Aus Baujahr 1977 und eine zweite GT185, ach, auch schön, Baujahr, ne? 1977 als Umbau Café Racer, im Moment aktuell auf der Bühne. Ach geil, ist das hier die Getrennschmierung? Ich habe auch überlegt, was das sein könnte. Das sieht aus wie eine Trinkflasche, ne? Aber ich glaube, ja, das ist Öltank. Ja, irgendwie sowas, ne? Ach geil, Café Racer. Ach geil, richtig schön gemacht. Ja. Sieht stimmig aus. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, also viele Pulver dran, ich wünsche bestimmt euch alles Gute. Ja, so, war schnell vorbei. Ne? Ja. Krass, was er so mit Pulvern hatte. Mhm. Aber er hat es im Prinzip gezeigt, wie du es machst. Du hast zur Vorbereitung Sandstrahlen. Das haben wir euch ja neulich in unserem Sandstrahl-Special mit dem Sandmännchen im Hintergrund gezeigt. Und da musst du natürlich pulvern. Und da hatte er sich auch aus OSB einfach so eine Kammer quasi gebaut, so eine Halbkabine. Und dann oben auch mit einer Staubabsaugung, das ist echt ganz wichtig, weil sonst pulvert euch das Pulver komplett irgendwo in den Raum, das staubt ja dann doch sehr. Und wenn man oben eine Absaugung hat, ich habe zum Beispiel einfach eine alte Dunstabzugshaube, die ich tatsächlich eigentlich schon wegschmeißen wollte, die lag noch irgendwo. Die lag oben, von der alten Küche. Genau, die war von unserer alten Küche, also wir hatten schon Ersatz. Lachte einfach noch rum, noch nicht weggebracht. Und dann kam das Thema Pulverbeschichten. Ja, und dann geht es natürlich ab in den Ofen. Was er da so hatte, sah mir aus wie so ein, was weiß ich, wie so ein Garer aus dem Gastrobereich oder vielleicht aus der Medizin, ja, oder sein, Labor, ja, irgendwo. Und der war auch schon nicht so krass groß. Denn klar, wenn du nur Kleinteile machst für ein Moped oder so ein bisschen, aber wenn du einen Rahmen oder so längere Teile, dann ist natürlich schnell Ende. Und was er tatsächlich gezeigt hatte, glaube ich, war sowas in der Art. Und das ist ein Verfahren, das zeigen wir euch demnächst auch nochmal, wo du jetzt keinen extra Strom oder kein extra Vorschaltgerät hast, sondern du brauchst wirklich nur einen Kompressor. Dann brauchst du aber einen Feuchtigkeitsabscheider, den hatte er da auch dran, der ist jetzt hier nicht dran. Und dann wichtig, eben nicht zu viel Druck. Und hier wird das Pulver hier aufgeladen, statisch. Und dann brauchst du eben hier noch deine Masse. Damit das funktioniert, ja. Das, was da bei dir steht, ist dann so mit Vorschaltgerät, sind gar nicht so teuer, gibt es so bei Amazon so für um die 100 Euro, kann ich euch auch mal was verlinken, wenn euch das interessiert. Was aber bei uns tatsächlich viel zum Einsatz gekommen ist, ist diese G-Code, weil du hier den Behälter dran hast, dann hast du aber einen Stromanschluss und du brauchst keinen Kompressor, weil du hast hier das Gebläse, das funktioniert an sich meistens sehr gut. Du hast jetzt hier nicht das Problem, dass du nochmal irgendwie Druck einstellen oder was weiß ich. Und genauso mit der Aufladung, das passiert dir auch. Das heißt, solltest du nicht dran fassen, du bist eingewischt. Ja. Und hier zum Beispiel hast du dann die Ableitung auch über deinen Körper. Ne? Also die elektrische Ableitung. Ja, funktioniert gut. Ich glaube, die kriegst du bei eBay oder Amazon, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, die hat auch noch ein bisschen Pulver, glaube ich, drin, ne? Oh ja. Ja, wie man ja sieht, ist auch Pulver. Also man sollte sie natürlich nicht so halten. Ja, und dann kriegst du Ergebnisse raus, die hauen dich vom Hocker. Du musst dich ein bisschen da einarbeiten, aber ich weiß, du hast auch mitgekriegt, als ihr das erste Mal gepulvert habt. Hier mit unserem Backofen und so. Das ja, du hast das geübt, aber es sah von Anfang an ja schon gut aus, ne? Ja. Auch wenn man es noch nie vorher gemacht hat. Ne? Ja, und das, fand ich echt, wenn du sonst mit der Spraydose stehst du da, dann läuft deine Nase und sowas. Ne? Ja. Und das machst du drauf und das sieht immer geil aus. Ne? Ja, ja. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe so Candy-Lasur-Pulver und da musst du aber vorher so ein Silber drauf machen und was weiß ich. Also da gucken wir demnächst mal gesondert drauf. Ja. Aber es macht natürlich Sinn, gerade wenn er auch so ein bisschen Mopeds restauriert. Du hast beim Pulvern nicht diesen richtigen Glanzgrad, den du mit einer super Lackierung hinkriegst. Da ist natürlich ein bisschen Abstrich. Aber ja, für einen Regelfall, also perfekt und wirklich sehr widerstandsfähig. Ja, und dann einen alten Akkuschrauber. Den habe ich tatsächlich sogar auch zu Hause. Ja. Ja, genau den gleichen, ja. Aber benutzt du den noch? Ja, tatsächlich. Also klar, ich habe jetzt auch andere. Ich habe auch 12 Volt und so. Aber man nutzt ihn schon nochmal, weißt du? Einfach so. Also das war jetzt 12 Volt. Ja, also, nein, aber du weißt, was also ich jetzt meine mit den neuen 12 Volt. Ich hätte da schon gar nicht mehr dann so einen Bock. Ja, aber der tut es ja noch, ne? Ja, klar, das tut's ja. Aber der ist natürlich auch schwerer. Und ich habe damit auch schon mal bei mir da was am Dach gemacht und so. Ne? Aber normal kannst du da auch hier den Bosch GSR 12V. Ja, ja, aber du fährst ja heute auch nicht mit einem 40 Jahre alten Auto. Ja, ich wäre schon froh, wenn ich einen hätte zum Teil. Stimmt. Ne? Aber, okay. Das war was ganz anderes. Ja. Aber ja, ich habe den mal geschenkt zum Geburtstag und der läuft auch noch gut. Der hat auch schon viel gemacht. Der sieht auch schon aus, als ob er gearbeitet hat. Aber tut's noch, ne? Ja, 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 und Toolcheck? Toolcheck haben wir hier. Ja. Da noch der Hinweis, du hast das schon so schön hier dekoriert. Ja, weil der davor hatte ja auch ein Kniebrett im Hintergrund stehen gehabt. Hat er unser Kniebrett gehabt? Der Grüdiger, ja. 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 Also, es fragten Leute, hier fehlt übrigens die Ratsche. Okay, ja, super. Irgendwas also passt, ist immer. Passt auch mit Ratsche. Fällt aber jetzt auch direkt auf, weil hier so ein, eine Öffnung ist. Das passt auch für das alte Toolcheck, wo du noch diesen Knopf hier hast. Da hast du aber hinten den Gürtelclip. Den Gürtelclip solltest du dann aber besser abnehmen, damit es auch nicht so doll rausschaut. Ich kenne Leute, die haben 3 Stück davon bestellt. Für Toolchecks sogar? Ja. Okay. Ja, weil sie auch mehrere Toolchecks haben, zum Beispiel im Auto. Also im Auto mittlerweile auch so ein Ding, ne? Ja, ja. So, dann geht's weiter mit Daniel. Ja, hallo André, hallo Ronald, hallo Bauforum24-Team. Ihr hattet ja wieder um Einsendungen für Top-3-Werkzeuge gebeten. Und da ich bei einer Autoverwertung arbeite, will ich heute mal... Jetzt sehe ich das erstmal. Die Scheibe ist kaputt. Die Scheibe, das habe ich auch vorhin erst gesehen. Ziemlich spät. Ja, also der ist aus... Bei der Autoverwertung, sagt genau, er. Genau, der ist auf dem das Kofferraumdeckel und er hat Schnee. Ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, was das für ein Auto ist. Ey. Boah, ey, wenn das einer rausfinden würde... Da stand ja gerade mal kurz unten in der Ecke, aber ich habe es nicht... Ja? Ja. Aber okay. Auf jeden Fall Teleskopratsche. Mhm. Das ist die von... Die gibt es auch von mehreren Herstellern. Ja, ne? Ich glaube auch, ja. BGS, Gedore Red oder sowas. Mhm. Aber wir haben hier diese, jetzt weiß ich auch, warum du die hier hingelegt hast, die habe ich tatsächlich relativ neu mir neulich gekauft, weil ich die mal testen wollte, weil HZ, ich meine 1000 Newtonmeter kann die aushalten, edles Teil und interessant hier, dass die mit einer Verschraubung arbeitet. So, jetzt ist die fixiert, dadurch auch stufenlos und die Ratsche, die er hat, die ist ja, da ziehst du das ja. Ja, die hat diese, da hast diese Rastung. So, da hast du so Rastung. Ja. Ja, und diese stufenlos 916 HPLG verlinken wir natürlich auch wieder. Den ganzen Kram. Aber lass ihn mal weiter schnacken. Meine Top 3 Werkzeuge im Kfz-Bereich sozusagen vorstellen. Das ist einmal diese Halbzollratsche hier. Ist mit 72 Zähnen verzahnt. Und der Clou ist halt, wenn man das Ding ausziehen kann, um mehr IWA in den Ärmel zu kriegen. Ja, genau so. Da, nächste, der hinten. Ich hatte erst überlegt, ob das ein Citroën C6 ist, aber der hat sie höher gezogen. Weil das würde mir im Herz wehtun, wenn das ein C6 wäre. Weil so einen würde ich immer mal haben. C6 ist die das ehemalige ist dieser, Präsidentenlimousine. Ja, der letzte richtige Citroën. Ne? Weißt du was? Ich habe den öfter mal als Mietwagen gehabt. Ja. Ich hatte ein Hochzeitsfahrzeug. Und dann war ich mal bei einem Kunden, der mich eigentlich sehr gut kannte und der hat mich zum Essen eingeladen. Und dann sagte der hat nicht gecheckt, dass das ein Mietwagen war, der dachte, das wäre mein eigenes. Und dann sagte er, André, was hast du für ein Auto? Das passt nicht zu dir. Und ich war echt angetan, weil Federungskomfort und so super, mega. Ne, ja. Man müsste noch einen kaufen. Eigentlich ja.
Ja, das ist, weiß nicht, das ist eine, glaube ich, eine Eigenmarke von unserem Werkzeuglieferanten Promat oder so, was heißt die. Und damit kann man schon einiges Kraft aufwenden und die hält auch eigentlich bis jetzt ganz gut. Robustes Werkzeug ist bei uns sowieso von Vorteil. Dann komme ich auch jetzt zu meinem zweiten Werkzeug, das ist der Bosch GDS 18V300. Und ich meine, wenn man sich den mal genau anguckt, wie der aussieht, jo, und der ist ein Jahr alt oder so. Hält aber seinen, tut seinen Job und hält ganz gut durch. Und wenn der mal, also damit kriegt man eigentlich fast 90% aller Schrauben, man selbst an alten rostigen Karren auf. Und wenn der mal nicht reicht, dann habe ich hier den großen Bruder quasi. Das ist der GDS 18V 1050H. Leider noch mit der 1 Zoll Aufnahme, weil ich den gekauft habe, gab es den mit der Halbzoll, glaube ich, schon mit dem kleinen 1000, also den kleineren 1000er. Ja, bei dem 18V300 habe ich halt den kleinen 4 Ampere Proko Akku drin, weil das macht die Sache einfach leichter und handlicher. Und da der ja kein Biturbo Gerät ist, reicht der 4 Ampere Akku mit der, haut mit derselben Leistung rein wie hier. Ist glaube ich der 8 Ampere Akku drin. Siehst du nicht mehr. Ah doch, guck andere Seite. In dem großen habe ich den 5,5 Ampere und ich glaube, ich habe noch einen 8 Ampere zum Wechseln. Ja, für den großen brauchen wir den schon, aber der kleine, wie gesagt, ist schön leicht und handlich mit dem 4 Ampere Akku. Da kann man schon gut mit ihm. Ja, mein letztes Top-Werkzeug ist einfach hier diese kleine, schmale Taschenlampe oder Penlight oder wie man es auch immer nennen will, von Brennestuhl. Ich glaube, die hat irgendwie so 12, 13 Euro oder so, was kostet die bei Amazon, ich weiß es nicht. Das Schöne ist halt, dass man sie in der Tasche mit sich rumträgt und wenn man sie braucht, hat man sie. Die wird mit USB geladen, hat 300 Lumen, glaube ich, oder 200 Lumen, völlig ausreichend. Und ja, und als Gimmick hat sie halt diesen Magnet hier unten drunter, dass man sie irgendwo hinklemmen kann, wo man Licht braucht oder halt, wenn einem mal eine Schraube irgendwo reinfällt, wo man mit dem Finger nicht unbedingt hinkommt, kann man auch schon mal die Schraube angeln. Ich meine, da gibt es auch diese Teleskopmagnete und so weiter, die haben wir auch da. Aber mit der Lampe geht es halt auch schon mal zwischendurch. Ja, das waren meine Top 3 Werkzeuge. Also im Prinzip die Schlagschraube, die Ratsche und die Lampe. Ja, dann würde ich sagen, macht weiter so und bis demnächst. Ja. Wo kam der her? Aus dem Pott? Ich weiß nicht, ist schwer anzuschätzen. Ne? Ich würde ganz gerne eigentlich auch mal meine Autoverwertung drehen. Echt? Ja, mal so einen Tag an der Autoverwertung. Das habe ich als Kind, habe ich mich auf Schrottplätzen rumgetrieben. Ja, ich habe mich auf Müllplätzen damals noch rumgetrieben. Also das war auch mal ganz cool. Ja, aber das hat ja komisch gerochen. Ja, zum Teil. Da hat es nach Sprit gerochen. Ja, ja, klar. Aber beim Thema Schlagschrauber hat Daniel nochmal erwähnt, dass er mit einem 5,5er und einem 8er Procore arbeitet. Das ist genau das Thema, weil das ist ein zweireihiger Akku, also zwei Lagen. Und 5,5 und 8 ist eigentlich gleich. Der ist einfach nur so quasi von der Elektronik kastriert, dass der hier nur 5,5 reinlädt. Mhm. Also 5,5 Ampere Stunden Kapazität oder entsprechende Wattstunden. Das hat Michael ja mal im Bosch Expert Talk erklärt. Das liegt daran, dass man hier mit einem zweireihigen Akku trotzdem bestimmte Transportbeschränkungen oder Restriktionen nicht hat. Ja. So, aber was er sagt, klar, wenn du Power brauchst, brauchst du einen zweireihigen Akku in den stationären Maschinen wie der Kappsäge oder so, kannst du sogar mit einem 12er noch was reißen oder noch mehr reißen. Macht aber hier keinen Sinn. Wir haben euch ja neulich auch noch den neuen Bosch Akkuschrauber mal wieder im Drehmoment-Check gezeigt und da hatten wir auch noch mal mit dem 4er, weil das ist ja eigentlich so der normale, ja, der Brot- und Butter-Akku. Ja. Vor allem, du willst ja eigentlich hier an einem normalen handlichen Akkuschrauber nicht den Akku haben. Ja. Bei einem 150er sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Aber da haben wir auch nochmal gezeigt, was bringt der Akkuschrauber dann, wenn du den zweireihigen dran hast, also ein 8er oder ein 5,5er. Und das war ein bisschen mehr, aber jetzt nicht krass mehr bei dem Gerät, weil das auch nicht nutzt. Anders sieht es natürlich bei dem Biturbo aus, bei dem 150er, weil der im Prinzip die Ströme auch wirklich fordert. Mhm. Oder nutzt, ne? Ja, und ja, dann? Den dicken Wemser hat er auch gehabt. Also den großen, den kleinen haben wir gar nicht, aber den? Den habe ich tatsächlich noch nicht ernsthaft im Einsatz gehabt.
Aber kommt ja demnächst. Ja. Wir haben euch schon neulich auch mal gezeigt in dem Livestream, dass wir da auch unsere Prüfstände da gerade zusammenbauen. Und du weißt, dass was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Und das Gute ist auch des besseren Feind. Das ist wieder unser Problem. Wir lösen ein Problem oder wollen es dann irgendwie besser machen. Und dann bauen wir das Ganze nochmal um. Und wir sind jetzt mittlerweile an einem Level angelangt. Das ist schon. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant, aber es wird gut. Ja, und ich glaube auch. Das wird richtig gut, ja. Es macht uns auch glücklich, glaube ich. Aber es ist noch viel Arbeit. Da hat sie noch 12 Euro gekostet, als er sie gekauft hat, hast du gehört? Ja. Frage ist, Daniel, hast du die gekauft nach unserem Tipp oder hattest du die vorher schon? Weil tatsächlich, als wir damit angefangen sind, die zu empfehlen, da lag sie bei rund 12 Euro. Mittlerweile 16 Euro, 17 Euro. Würdest du noch 16 Euro dafür ausgeben? Habe ich schon gemacht, ja, klar. Ja? Ja, ich finde die einfach toll, ja. Ja, also würde ich auch. Mir kamen aber gerade zwei Sachen. Und zwar haben wir auch immer so gesagt, guck mal, wenn du die jetzt mit einem Magnet irgendwo nutzen willst, dann hält sie hier nicht so dolle. So ist das natürlich was anderes. Ja, klar. Ne? Aber was mir eben auffiel, wenn du die jetzt irgendwo auf einer Metalloberfläche hinstellst, die bleibt ja eigentlich ohne Magnet, wird die ja gar nicht richtig stehen. Ja, genau. Und genau das ist ja. Ja. Und dann hat er ja noch das als Schrauben. Ja, klar, wenn das runterfällt. Solange kein Edelstrahlschrauben hast, ist alles gut. Aber ich glaube, da denke ich wieder zu viel. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, oder? Nee, das stimmt. Aber gut, er arbeitet wahrscheinlich jeden Tag damit und fällt jeden Tag eine Schraube runter. Ja. Mit dieser Lampe ist es auch so ein bisschen wie mit der Kamera. Die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Deswegen ja auch Handy oder kleine Kamera. Aber man soll es nicht glauben, die ist verdammt hell und die hält auch relativ lange. Ja. Ja. Und seitdem wir die öfter mal gezeigt haben, war die auch mehrfach ausverkauft. Ja, oft. War auch übrigens top. Das meistverkaufte Werkzeug 2022 bei unserer Liste. Ja. Folge verlinke ich euch nochmal gerade oben da. War auch sehr interessant, auch für uns aufschlussreich. Ich fürchte nur, dass in der Folge 23... Ist die wahrscheinlich immer noch ziemlich immer noch, ja. Oder wir kriegen irgendwann mal unsere eigene von Brennschuh, weil da muss ja mal was kommen. Die können ja nicht, wir können ja immer Werbung für eine Lampe machen, wir kriegen keine eigene. Stimmt, wir müssten eigentlich eine eigene haben. Ja, die hat dann USB-C. Ja. Und die müsste dann noch UV-Licht haben. Ja, irgendwas so. Cooles, ne? Ja. Und 5 Euro billiger. Dann wird es schwierig. Ja, dann wird schwer. Aber du hast wieder was aufgetischt, ne? Ich dachte, wenn wir hier Videos gucken, ne? Wollen wir was knabbern dabei. Grüße gehen raus an unseren Sponsor Koro. Koro beliefert uns immer mit schönen Snacks. Und das Lustige ist, wir kriegen quasi immer Deputat-Snacks. Und ich weiß gar nicht, was so kommt. Ja. Es wird immer irgendwas bestellt. So eine bunte Tüte. Jetzt haben wir irgendwie Smoky Nut Mix. Ja. Schmeckt mega. Ja, ist richtig gut. Und Bio-Nut Butter Cups. Ich dachte, das ist mit Butter. Ja, salzige Pistazie. Ja. Die kenne ich nicht. Nee, die kenne ich auch nicht. Ich habe es noch nie probiert. Nee. Ach, guck mal, das sind sogar. Ach, wie schön. Das sind super. Mehrere. Ich dachte, das wäre ein Riegel. Ja, das ist ja super. Dann können wir richtig. Ja, komm. Ach so, geht auch. Dieses Bittere mit dem Salz, ne? Ja. Und was ist das? Das ist. Salted Peanut. Das ist bestimmt mit so einer Masse da drin. Oh, das ist größer. Ah, nee. Komm, brüderlich geteilt. Ach, aber wie schön. Ich dachte, das ist härter, aber es ist gut. Ja, während er noch ein bisschen snackt, mit dem Rabattcode BAUFUNK24 bekommt ihr sagenhafte 5% auf euren Einkauf. Und Link ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung und gönnt euch. Ja. Also, das wäre mein Favorit. Ja. Hier interessant, aber muss ich nicht unbedingt haben, aber du fandest es geil. Ich fand das gut, ja. Aber die Nüsse. Ja, das ist ja sowieso. Nüsse gehen da ja immer, ne? Nüsse gehen immer, ja. Und vor allem die Salted Caramel. Die sind auch geil, ja. Die sind richtig geil. Mhm. Aber weiter geht's mit Martin. Ja, herzlich willkommen. Bei mir in meinem kleinen Bastelstudio. Ich habe keine eigene Werkstatt, sondern wollte euch nur mal den Inhalt meiner Werkzeugkiste, die ich selber gebaut habe, demonstrieren. Warte mal, was war das denn da? Das waren auch diese alten Makita-Akkuschrauber ohne Ende, ne? Die da standen. Auch diese mit diesen roten Akkus, ne? Krass. Man sieht, alter Bosch-Koffer. Habe ich umgebaut. Da fällt schon wieder die Hälfte raus, weil stark im Gebrauch. Angefangen wird hier hinten kleine Wasserwaage, Seitenschneider, Zange, eine Schere, ein
abisoliere, Auflegewerkzeug, einen kleinen Stromprüfer. Dann weiter geht's hier. Ein paar Schraubendreher. Hier natürlich ganz wichtig. Habe ich gekauft, weil ihr das empfohlen habt. Das sind alles gesammelte Werkzeuge. Und die neueste Errungenschaft, die ich habe, ist natürlich dieses Messer. Habe ich bei euch gesehen. Musste ich mir sofort kaufen. Jetzt soll er den Einhandtest machen. Mhm. Kannst du es mittlerweile? Ja, klar. Respekt. Also gehe ich hier durchs Dorf. Ja? Ja. Also ist auch nach wie vor. Ja, immer gut. Aber bei mir macht es schön das Geräusch. Aber hier hat er auch ein. Ja, da hat er. Ja. Oh, das Tolle daran ist ja jetzt hier. Kennt ihr ja. Ah, guck. Ah. Absolut wertiges Werkzeug. Das auf jeden Fall. Da sind noch Ersatzklingen drin, kann man dann aufmachen. Ich habe aber jetzt nur eine Hand. Kommt normalerweise hier rein. Okay, dann kann man das jetzt hier weiter aufmachen. Hier kann man Material reinmachen, je nachdem was man braucht. Da ist ein bisschen Schleifpapier drin. So, weiter geht's hier. Was braucht man noch? Natürlich einen Zirkel, eine Drahtbürste. Waren wir schon mal Top 3? So Zeug. Ich weiß nicht, sind, glaube ich, eine kleine ein bisschen ausführlicher. Hier geht's weiter. Hier vom Aldi oder was. So eine kleine Säge, die ist aber gut gewesen. Natürlich eine vernünftige Feile. Die braucht man immer mal. Von Pferd ist die. Ja, eine billige Zange. Ein Hammer, noch ein paar Raspeln, was man so braucht. Hier noch eine Kleinigkeit, wo ich noch ein paar Sachen unterbringen kann. Hier ein paar Maulschlüssel. Alles vom Flohmarkt. Kleinen Ratschenkasten, den ich schon seit 30 Jahren habe, aber immer noch funktioniert. Da ist noch nie was kaputt gegangen, komischerweise. Und hier noch ein paar Sachen, die man auch noch so braucht. Wie zum Beispiel das hier. Da sind ja alle möglichen Bits drin. Ein Bandmaß. Hier der bekannte Winkel. No-Name-Winkel. Und noch eine Schmiege. So, das war mein Inhalt von so dem Nötigsten, was in meiner Werkzeugkiste ist. Jetzt wollte ich aber noch zeigen hier. Das nehme ich manchmal mit. Wenn ich es brauche, eine klasse abisolierte Zange von Haupa. So, und was gehört noch dazu? Sowas hier. Kann ich nur empfehlen. Auf der niedrigsten Stufe kann diese Arbeitsleuchte 12 Stunden. Habe ich ausprobiert. Kann man sich jetzt hier auch so hinstellen irgendwie. Ist eine LED-Leuchte von Brennerstuhl. Kollege, brennen. Du guckst aber nochmal das Video, den Expert Talk mit brennendem Stuhl. Mhm. Kann ich euch übrigens wärmstens empfehlen, denn da geht euch wirklich ein Licht auf. Und demnächst gebt ihr euch noch ein Licht auf bei dem Expert Talk mit Kniepacks. Das Boah. Wird nämlich der längste Expert Talk der Geschichte werden. Ja, stimmt. Wir sind momentan so bei Kinofilmlänge. Aber wenn du 3 Euro extra gezahlt hast, wegen Überlänge. Ja. Da sind wir ungefähr. Ich habe es mir gestern angeguckt. Super. Ich konnte nicht ins Bett gehen und ich war erst ziemlich spät zu Hause. Ich habe bis 3 Uhr gesehen. Und ich war dabei, als wir das gedreht haben. Ja. Ich kannte das ja alles irgendwo, aber du bleibst dran. Das ist aber super. Soll ich dir was sagen? Ich habe ja auch geguckt. Ich musste ja einmal so Abnahme machen. Ja, ja, klar. Und ich habe die Abnahmefassung gehabt und ich hatte eigentlich auch keine Zeit, aber ich konnte mich gar nicht lösen. Ja, ich auch nicht. Das war mein Problem gestern. Und ich sag, morgens 3 Uhr, ich so, Alter. Ja, also. Super lustig, aber auch super interessant. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ihr wisst ja, bei uns gibt es nicht nur Infos, es gibt ja auch immer ein bisschen Show, ein bisschen was in dem. Ja. Und schön, wenn die Kooperationspartner dann noch Humor haben. Die Wellenlänge passt einfach, ja. Ne? Auf jeden Fall. Ich spoilern. Aber es war super. Der Vorteil ist, auch so eine kleine USB-Ladefunktion, auch eine Powerbank,
wirklich Not, damit sein Handy. Vor allem, man hat das Kabel dabei. So. Dann noch mal kurz hier. Das hier wollte ich noch mal kurz präsentieren. Das sind Ratschenschlüssel des Tools. Haben auch schon sehr oft Dienste geleistet. Empfehlen die Verpackung allerdings Käse hier. Man kriegt die nicht rein und raus. Also dieses Plastik ist. Warum diese? Sehr gut. Ja, das sind die normalen, genau wie zum Koffer letzte Zeug. Ja, da fällt halt was raus. Denkst, ne? Diese Filmscharniere, die halten oft nicht so lange und ist dann so ein bisschen verdroht. Schöne Einlage, wenn du einmal hattest. Ne? Ich sag mal ganz ehrlich, ne? Wenn ich jetzt diese Schlüssel mir kaufe und ich würde die einfach komplett rausnehmen, so eine schöne Tasche. Ja. Dann machst du die Tasche, dann hast du das. Aber du hast ein gutes Werkzeug oder annehmbares Werkzeug und dann hast du da diesen scheiß Koffer. Ja, ja, klar. Das reißt es alles nach unten. Ja, das da stimmt. Hast du schon da irgendwie. Das ist ja bei dem Proxmox-Koffer ja auch so. Du hast eigentlich gutes Werkzeug und dann musst du das da wieder zurückdrücken und so weiter. Ja. Deswegen, es gab ja auch bei unserem Werkzeugkoffer für unter 100 Euro oder bei dem Werkzeugset gab es ja auch viele Kommentare, die dann sagten, ja, aber da kannst du ja besser den Koffer nehmen, weil wenn du mit Einlage und mit L-Box, es liegt ja daran, hast du die L-Box zu Hause, hast du den Kostenfaktor schon mal nicht und du kannst ja das Werkzeug ja auch peu à peu kaufen und kaufst dir dann vielleicht am Ende auch diese Einlagen. Ja, so, geht auch, ja. Die Möglichkeit hast du halt bei so einem Proxmox-Koffer nicht oder wünschst dir mal was. Ja, was ist denn? Du hast jetzt, was weiß ich, 12. bis 12? Ja. 12. Oder 50? Ja. Und sagst, ich wünsche mir Werkzeug. Dann sagst du, Tante Matta schenken mir den Proxmox-Koffer. Was kostet denn? Ja. 150. Ja. Ja, da ist aber mit Tante Matta auch vorbei. Aber schöne Einlage. Schöne Einlage oder mal so ein Schlüssel für einen Zehner oder was weiß ich. Ja. Das war aber, wie gesagt, ja nur unser Vorschlag. Ist ja kein Muss. Sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Ist das hier? Bitte. Klein, handlich, alles drin, was man so braucht. Besser ist natürlich dieses Ding hier. Da fehlt schon einer, weil einer ist wirklich mal kaputt gegangen. Einer fehlt immer. So, das dazu. Und jetzt zur Enttäuschung des Jahrhunderts. Oh, das hatte ich auch schon mal. Das war mal in dieser Kiste mit dabei. Ja gut, dann ist klar. Der letzte Müll. Also, ich kann das nicht anders beschreiben. Also, das kann man hier so reinstecken. Hält noch nicht mal, ich weiß nicht. Ich habe das Ding, glaube ich, einmal benutzt und dann direkt wieder beiseite gelegt. Müll. Ja, du kannst da halt zwischen Bohrer und hin und her. Ich danke euch. Ende. Ciao. Ja, hatte ich das genau das gleiche Teil habe ich auch zu Hause. Ja. Das funktioniert irgendwo, aber das ist viel zu klobig auch, ne? Ja, aber das ist genau der Fall. Haben wir euch schon öfter bei den Makita Werkzeugsets gezeigt. Makita ist eine anständige Marke und dann bringen wir so einen Schrott raus. In verschiedenen Makita Grüntönen und sowas, ne? Und aber das ist, ihr sagt, es gab ja auch mal eine Zeit vor dieser Medienpräsenz und was weiß ich, da hatte ich auch irgendwann mal früher so ein Set mit, was weiß ich, 180 Bits und Bohrer und was weiß ich und also grauenhaft. Und da hast du wirklich noch gedacht, ja Makita, das kann ja zumindest kein Schrott sein. Ja, das denken die Leute auch, die sowas schenken. Aber es ist wirklich... Das wird ja auch immer im Baumarkt, direkt wenn du reinkommst, vorne angepreist. Ja. Weißt du, so direkt hinterm Eingang so eine Makita-Ecke, wo dann so auch so ein Werkzeugkasten steht. Das ist, wenn du zum Beispiel guten Whisky gerne mal trinkst oder so. Und dann kommen Leute, die wissen, ah, der trinkt Whisky oder so. Und dann schenken die irgendwie so einen Johnny Walker. Ja, ja, klar. Red Label oder so. Und denken, das ist dann auch so... Ja, man kann es nicht verübeln. Nee. Aber das ist dann, ist wenn halt Tante Matta im Baumarkt einkaufen geht, dann bringt ihr vielleicht auch dieses Makita-Werkzeugset mit. Aber wir wollen jetzt auch nicht Makita bashen. Dann kriegen wir wieder einen Sack von euch, dass Makita immer schlecht wegkommt. Noch das stimmt. Das stimmt gar nicht, genau. Weil da gab es Kommentare unter dem Akkuschrauber-Video oder dem Akku-Bohrhammer-Video, dass wir Makita schlecht machen. Ich weiß es gar nicht. Aber ist ja, irgendwas ist ja immer. Ja, ansonsten finde ich illustre Sammlung. Er hatte noch diese Bits von Vera. Von Via, glaube ich, hatte er. Ja, Vera von Via hat er auch gehabt. Ne, da war dieser Ringmagnet-Bithalter, wo du den Magneten hast, der die Schraube festhält. Das gibt es ja auch von Via, Magic Flip. Magic Flip heißt er, ja. Aber diese Bits zum Beispiel, die habe ich neulich gebraucht, als ich hier in der Werkstatt unser neues Tor gebaut habe. Und kam da so ein bisschen auf den Geschmack,
weil das sind diese, wie heißen sie? Ja, die irgendwie heißen sie. PC6. Klaus oder Peter, auf jeden Fall diese goldenen Dinger. Und die haben hier so eine, ist das eine Beschichtung oder sind die einfach so ein bisschen... Ja, die halten auf jeden Fall die Schraube ein bisschen, ne? Ja, das funktioniert tatsächlich. Du steckst die Schraube da rein und die hält. Hm. Das ist super. Funktioniert mit, also mit Spackschraube, mit den von Förch hat das auch funktioniert. Das wäre auch nochmal so ein Tipp. Wie immer, alle Sachen unten verlinkt. Torsionsbit hat er auch noch gehabt. Er hat viel gehabt, ne? Also es waren jetzt keine Top 3, ne? Es war einfach so eine Vorstellung. Tut uns bitte den Gefallen, bleibt bei Top 3. Ja. Das zum Beispiel wäre jetzt ja Schrottwerkzeuge schon gewesen. Da könnt ihr euch da könnt ihr uns ja auch immer gerne immer noch mal was zuschicken. Ne? Thema Schrottwerkzeuge, habe ich auch schon was vorbereitet, aber wir warten noch, bis unsere Prüfstände hier laufen, weil dann können wir das auch verifizieren nochmal. Da machen wir nicht nur kaputt, sondern dann sehen wir auch, wann wir kaputt machen. So, Kollege Toolboy, hat der einen Kanal oder was? Hallo Bauform24, meine Top 3 Tools liegen hier vor. Warte mal, ist das der, der den BMW Z4 in der Werkstatt hatte, in der Garage, mit der kleinen Bühne? Das kann sein. Der im Auto? Der hat auf jeden Fall auch so einen, meine ich, so einen, YouTube, einen kleinen YouTube-Kanal, wo der auch so ein bisschen testet. Mir kommt diese Matte da bekannt vor. Mir kommt die Stimme bekannt vor. Ja, ja, also wir hatten einen Kollegen, der war, glaube ich, schon zweimal dabei, aber müsste ich nachgucken. Man kann sich ja nicht mehr alles merken. Auf jeden Fall hat er viel Kniepex-Zangen. Wir klären übrigens auch das Mysterium, wie Kniepex richtig ausgesprochen wird. Achso, das ist übrigens der letzte jetzt, ne? Liegen hier vor uns auf den Schneidematten. Das ist der wahrscheinlich kleinste Bit-Ratschen-Stubby der Welt von Farcom, der ProTwist ATCLS. Der kann links-rechts ratschen und ist wirklich sehr kompakt im Vergleich zu allen anderen und auch richtig massiv und schwer. Da kann man gerade in beengten Bauräumen beim Auto oder beim Motorrad gut damit arbeiten. Habt ihr auch nach den Top 3 Kfz-Werkzeugen gefragt und eins davon ist hier zum Beispiel die Unilite IL175R. Die hat einen Spot, eine große Leuchte, Leiste und nochmal eine kleine, die hat einen Magneten, um die metallischen Gegenstände anzuheften und einen tollen Gürtelclip. Und dann, das letzte in der Reihe, die Kniepex-Zangen, das Kniepex-Zangen-Set und zwar die Cobra XS und der Zangenschlüssel XS. Echt top Werkzeuge, der hier ist ja neu erschienen dieses Jahr, war lang gerade erhältlich, war ich super froh, als ich den dann hatte. Dann sage ich danke fürs Ausstrahlen und hoffentlich bis bald. Tschüss. Jetzt habe ich ihn abgewürgt. Tschüss. Aber manchmal sind die so schnell abgeschnitten. Ja. Die Lampe, also diesen Farcom Stubby, den haben wir nicht. Nee, aber ich wusste den auch nicht, dass wir uns besorgen. Der ist schön. Ja. Die Lampe haben wir auch nicht, ne? Nee, wir haben jetzt, ich habe jetzt einfach mal so zwei, drei Lampen hier hingestellt. Zwei, drei, ne, die dritte ist die, klar. Ja, das ist vom Prinzip, sind die auch, ne? Es gibt eine Milwaukee, ich glaube, die ist auch relativ neu. Funktioniert genauso. Du hast eine Lampe oben, eine Lampe unten, kannst aber hier auch beide benutzen. Dann hast du hier auch den Spot und du kannst das Ganze noch dimmen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, die müsste jetzt noch eine Funktion haben, wenn ich sie so einklappe, dass zumindest der Spot ausgeht. Ja, das wäre schön. Ja. Das wäre eine Logik. Ja. Die ist aber hier nicht vorhanden. Von Philips habe ich mir neulich ein paar Leuchten gekauft, weil die haben noch so ein paar andere Features. Das zeigen wir euch nochmal in smarte Werkzeuge. Im Prinzip aber ähnlich. Und die geht auch nicht aus. Und hier, hier ist es aber auch noch besser, weil du klappst sie zu. Und jetzt siehst du eigentlich fast nicht mal mehr das Licht, wenn du nicht genau hinguckst, aber die brennt weiter, bis sie leer ist. Wahrscheinlich, ja. Die ist aber auch nicht so günstig. Das ist jetzt kein Billiggelumpe. Das siehst du auch in der Verarbeitung. Kannst du auch hier drehen. Ach, Lampen sind immer... Lampen sind immer schön. Lampen sind immer schön. Ja. Lampen gehen immer. Ja. Ja, gucke ich auch mal, dass ich die verlinke. Was im Thema hier Kniepex-Zangen? Komplette Zustimmung. Ja. Ich werde mir demnächst auch anschauen, wie die gemacht werden, wie die gebaut werden. Und wir erklären euch auch den Hintergrund, warum die hier keine Beschichtung mehr haben, sondern nur diese Riffelung. Und es könnte sein, dass es in der Reihe demnächst noch mal was Neues gibt. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Das Gerät ist nicht billig. Nee. Aber extrem hohen Haben-Wollen-Faktor, ne? Ja, nicht billig, aber preiswert, ne? Oder sein Preiswert. Ja, 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 ja. Also es ist echt auch
cool, was du hier wirklich mitmachen kannst. Ich habe so ein Set auch beim Motorrad dabei, also bei der Enduro. Ja, ja, gerade mit der Tasche, ne? Ja. Ist ein schönes Paket. Sehr, sehr schön. Ist auch ein, wenn du noch so ein Schweizer Taschenmesser oder sowas hast. Da kommst du schon mit weiter, ja? Ja. Ja, und hier ja. Gibt es ja auch eine Nummer größer noch, ne? Ja. Obwohl, vom Preis her nehmen die sich gar nicht so viel, ne? Nee. Ja, aber die ist auch schon. Ich würde ja fast sogar dieses Set hier favorisieren irgendwo, ne? Weil du hier ja auch schon die Rastung hast, richtig? Mit dem ja, Knopf? Ja, wenn du Platz hast, klar. Ja. Du hast aber gerade die Rastung. Ja. Ja. Ja, du kannst die Rastung hier realisieren. Ne? Ja, das kriegst ja, du auf der Größe nicht hin. Nee, nee, richtig. Aber deswegen finde ich es trotzdem krass, wie die es da geschafft haben. Ja, ja, klar. Und die haben ja selber am Anfang nicht dran geglaubt. Naja, also, wir dürfen das nicht alles erzählen. Ja, wir wollen euch nicht die Geschichte. Deswegen ist der Turm auch so krass lang. Ja. Der hat wirklich Livestream-Länge schon. Ja. Aber genau deswegen, weil wir wirklich so einen Deep Dive machen in diese ganzen Themen. Und jetzt haben wir so viele schöne Werkzeuge gezeigt und gesehen. Da würde ich sagen, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert. Ich hau nämlich einen raus. Und zwar, es liegt so nah im wahrsten Sinne des Wortes, ein Toolcheck mit dem Kniebrett für das Toolcheck Plus. Ja. Ne? Oh, das ist ein schöner Preis. Hier ist auch so ein schöner Helm mit drauf. Ja. Kennt man ja irgendwo her. Ne? Made in Germany natürlich sind sehr beliebt. Überrascht mich wirklich, aber wir kriegen sehr viel positives Feedback. Und das Krasse ist auch, dass die meisten normalen Kniebretter mittlerweile im Dreierpack weggehen. Das ist ja, echt, warum nicht? Ne? Echt geil. In diesem Sinne, was sollt ihr machen unter dem Hashtag Werkzeug? Schreibt mal eure hier aus den Zuschauer einsenden. Und was soll ihr noch machen? Ein Material setzen, in die Werkstattage an eure Mopeds, was weiß ich. Und dann können wir das wieder regelmäßiger machen. Aber natürlich darauf angewiesen, dass ihr es mit Material. Flop wäre schön. Werkzeug. Flop und Schrott. Ja. Ja, Flop, das ist immer lustig, ne? Ja. Ja. In dem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss, bis dann. Bis dann. Ich denke auch ganz geil, ne? Smoke ist das. Oh Gott. Mix. Geil, mal gucken. Nussmix, Smoke. Das ist der scheiß Laptop. Echt? Ja, das ist auch Bullshit, dass wir eine 8000 Euro Workstation haben, um die Videos zu gucken. Ne? Ja, das ist doch totaler Blödsinn. Warte, wir haben kein richtiges Bild heute. Ist egal, der ist hübsch. Ihr müsst genauso. Ja, gleich wieder der Finger dazwischen und dann haben wir hier wieder einen Outtake. Also du müsstest mal ein Spiel, so ein Trinkspiel damit machen. Mhm. Du musst es dann riegeln und dann so. Mhm. Und dann musst du aber sagen, also die Vorgabe muss sein, es muss geschlossen bleiben. Mhm. Okay.